Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen bei Nachgefragt. Wir haben bereits in einer Folge 2022 über Flugabwehr und Luftverteidigung gesprochen. Doch seitdem ist viel passiert. Wie Deutschland und die NATO sich vor möglichen Angriffen aus der Luft schützen und welchen Einfluss Luftangriffe auf den Krieg in der Ukraine, aber auch den Konflikt im Nahen Osten haben, diese Fragen beantwortet uns heute Oberst Dennis Krüger, Beauftragter des Inspekteurs der Luftwaffe für die Projekte der bodengebundenen Luftverteidigung. Guten Tag, Herr Oberst. Schönen guten Tag, Herr Hauptmann-Glöckner. Ich freue mich, hier zu sein. Was genau bedeutet bodengebundene Luftverteidigung? Luftverteidigung besteht aus einem Gesamtwirkverbund von Aufklärungsmitteln, sprich Radargeräten, von Führungseinrichtungen, Gefechtsstände, aber auch luftgestützten Mitteln, wie wir sie haben mit dem Eurofighter und bodengestützten Systemen, wie beispielsweise das Waffensystem Patriot, auf das ich später nochmal zurückkomme. Und gerade diese bodengebundenen Systeme, das fällt in meinen Verantwortungsbereich. Mhm. Im Konflikt im Nahen Osten haben sowohl Iran als auch Israel beide Drohnen- und Raketenangriffe durchgeführt. Wie unterscheidet sich deren Luftraumverteidigung? Beide Länder, Iran und Israel, haben diesen Verbund, den ich eben gerade beschrieben habe, aus Aufklärungsmitteln, Führungseinrichtungen und Wirkmitteln. Das ist das, was wir landläufig als integrierte Luftverteidigung bezeichnen. Israel hat in den letzten 20 Jahren ihr System aber auf die Bedrohungslage im Nahen Osten ausgerichtet, hat über alle Abfangschichten hinweg moderne Systeme in einen Verbund gebracht. Aber auch diese modernen Systeme sind nur so gut wie die Leute, die sie bedienen. Und hier hat Israel hochspezialisierte Operateure, also die, die sie bedienen, und technisches Personal, die direkt auf den Einsatz geschult werden und in ständiger Einsatzbereitschaft ist. Und das war mit auch ein Erfolgsfaktor für die Abwehr des Angriffs am 13. und 14. April. Würde Deutschland einem Angriff, wie der Iran ihn auf Israel durchgeführt hat, standhalten können? Ad hoc nein. Aber die Bedrohungslage ist eine andere in Mitteleuropa als im Nahen Osten. Und auch die geografische Ausdehnung Israels ist in einer anderen Form. Was man verstehen muss in diesem Zusammenhang ist, dass die Verteidigungsfähigkeit Israels Garant der staatlichen Überlebensfähigkeit ist. Und das merkt man auch in allen Teilen Israels, wenn man vor Ort ist. Welche Gefahren können grundsätzlich in einem Krieg aus dem Himmel kommen? Stichwort 360-Grad-Bedrohung. Die Bedrohung aus der Luft ist sehr vielfältig und hat sich auch in den letzten 20 Jahren stark gewandelt. Sie reicht mittlerweile von sehr hoch, sehr schnell bis hin zu sehr tief, sehr klein, sehr langsam, aber auch sehr viele. Wenn wir mal von oben nach unten runtergehen, aus der oberen Abfangschicht, sprich Weltraum, wirken ballistische Raketen. In der mittleren Abfangschicht sehen wir die klassischen Bedrohungen wie Kampfhubschrauber oder Kampfflugzeuge, die auch als Verbringungsmittel dienen für weitere Wirkmittel. Darunter wirken auch Marschflugkörper, Cruise Missiles langläufig bezeichnet. Und darunter kommen wir zu den Drohnen und Kleinstdrohnen, die im Nah- und Nächstbereich wirken. Nah- und Nächstbereich muss man sich so vorstellen, zwischen 0 bis 5 Kilometern. Und auch hier eine Bedrohung auf der Ebene durch Raketen, Artillerie und Mörsergeschosse, sodass sich die Luftverteidigung eben auf 360 Grad auf jeder Ebene einstellen muss. Ist es überhaupt möglich, sich gegen all die Bedrohungen, die Sie gerade genannt hatten, durch Luftverteidigung vollständig zu schützen? Eine integrierte Luftverteidigung, so wie ich sie anfangs beschrieben habe, bietet den bestmöglichen Schutz mit modernen Systemen, mit hochspezialisiertem und motiviertem Personal. Allerdings einen vollumfänglichen Schutz wird es nicht geben. Aber worum geht es eigentlich? Es geht darum, die eigene Operationsführung aufrechterhalten zu können und die gegnerische Operationsführung möglichst stören zu können. Ja, das heißt also, ich möchte so agieren, wie ich möchte. Ich möchte den Gegner daran hindern, zu agieren, wie er möchte. Das kann man zweierlei machen. Einmal, indem ich im Rahmen der Luftverteidigung seine Wirkmittel in der Luft bekämpfe oder aber auch schon am Boden, bevor sie zum Einsatz kommen. Das heißt also, für eine funktionierende Luftverteidigung sind sowohl offensive als auch defensive Mittel notwendig. Über welche Systeme zur Flugabwehr verfügt die Bundeswehr? Derzeit verfügen wir über das Waffensystem Patriot, ein Waffensystem, was in den 90er Jahren in die Luftwaffe eingeführt wurde, allerdings ständigen Kampfwertanpassungen und Verbesserungen unterlegen, sodass wir das System immer auf dem modernsten Stand gehalten haben. Und das Waffensystem Patriot in der Reichweite von bis zu 50 Kilometern ist auch ausgelegt auf den Schutz gegen taktische ballistische Raketen, sprich Raketen mit einer Reichweite von unter 1000 Kilometern und gilt auch als das hochmodernste System der westlichen Welt. Zusätzlich rüsten wir derzeit das Waffensystem Arrow,
ein Waffensystem aus israelischer Produktion, das gegen weitreichende Raketen im Weltraum wirkt, also sprach oberhalb der 100 Kilometer zum Schutz Deutschlands und deutschen Territoriums. Runtergehend rüsten wir auch gleichzeitig das IRIS-T-SLM-System, ein System mittlerer Reichweite, also zwischen 25 und 40 Kilometern. Das System basiert auch auf dem System, was momentan sehr erfolgreich in der Ukraine eingesetzt wird. Und dieses IRIS-T-SLM-System wird auch ergänzt werden durch IRIS-T-SLS, also S steht dann für Short Range. Ein System, was dann im Umkreis von 5 bis 15 Kilometern wirkt. Und dieses System wird auch noch ergänzt durch eine Komponente gegen Drohnen. Das ist der Skyranger, der 2025 beim Heer eingeführt wird. Sie hatten gerade das System Skyranger angesprochen. 2012 wurde die Heeresflugabwehrtruppe, was auch von der Community viel kritisiert wurde, abgeschafft. Vor kurzem hat der Generalinspekteur wieder die Wiedereinführung verkündet. Sie sind jetzt von der Luftwaffe. Was können Sie dazu sagen? 2012, in der damaligen Strukturreform, haben wir uns ausgerichtet auf die wahrscheinlicheren Einsätze. Die wahrscheinlicheren Einsätze für uns waren damals Afghanistan oder vergleichbar Kosovo. Hier waren wir keiner nennenswerten Bedrohung aus der Luft ausgesetzt. Und insofern haben wir uns auch damals weitestgehend von der Fähigkeit zum Schutz von Landstreitkräften getrennt. Jetzt mit der Refokussierung auf die Landes- und Bündnisverteidigung kriegt aber auch der Schutz der Landstreitkräfte wieder einen vollkommen neuen Stellenwert und muss mit den Ressourcen, die wir haben, besser abgebildet werden als das, was wir momentan qualitativ und quantitativ können. Und so kriegt auch der Schutz von Landstreitkräften einen vollkommen neuen Stellenwert, den wir abbilden müssen. Sie haben ja gerade über alle Waffensysteme gesprochen, die die Bundeswehr nutzt. Deutschland als Teil der NATO, wie ist da die Luftverteidigung organisiert? Und welcher Partner ist dafür was zuständig? Bei den 32 Mitgliedstaaten der NATO ist es nicht so, dass ein Staat für eine Fähigkeit verantwortlich ist, sondern NATO-Planungsziele werden im Rahmen der gemeinsamen NATO-Verteidigungsplanung im Einvernehmen den Ländern zugeschrieben, die dann diese Fähigkeit mit in die NATO einbringen. Das heißt, bereits in Friedenszeiten haben wir einen stehenden Luftverteidigungsverbund, bestehend aus Wiederaufklärungsmitteln, satellitengestützt, bodengestützte Radarsensoren aus Hauptquartieren, die diese Mittel einsetzen, sprich dann auch luftgestützte und bodengestützte Systeme. Das, was wir als NATO Integrated Air and Missile Defense bezeichnen. Die NATO Integrated Air and Missile Defense sorgt schon in Friedenszeiten für den Schutz des NATO-Luftraums. Und hier bringen wir uns mit unseren Gefechtsständen, die wir haben, mit unseren Waffensystemen, aber auch mit unserem hochspezialisierten Personal ein. Bei dem System, was Sie gerade angesprochen haben, gibt es da ein Frühwarnsystem, das für alle NATO-Staaten greift? Ja, das muss man sich so vorstellen, dass wir von Finnland bis runter nach Griechenland Radareinrichtungen haben, genauso wie von Polen bis nach Spanien, die alle ihre Aufnahmen und die Daten, die sie erfassen, in ein großes Netzwerk einspeisen, welches für alle sichtbar ist. Wie genau funktioniert Luftverteidigung eigentlich? In der NATO Integrated Air and Missile Defense, also dem integrierten Luftverteidigungsverbund der NATO, muss man sich so vorstellen, dass beispielsweise ein Radargerät in Polen erfasst ein ankommendes Flugziel. Ich weiß erstmal nicht, was das für ein Flugziel ist. Ich beobachte das Flugverhalten, kann anhand elektronischer, aber auch prozeduraler Dinge bewerten, worum es sich gegebenenfalls handelt. In dem Fall wird jetzt in Friedenszeiten eine Alarmrotte alarmiert. Das heißt, das sind Flugzeuge, die in hoher Alarmbereitschaft auf vielen NATO-Basen in Europa verteilt sind. Die werden an dieses Flugziel herangeführt und dann wird man sehen, wie mit dieser Bedrohung weiter umgegangen wird. Von welchen Reaktionszeiten sprechen wir, von den gerade von Ihnen angesprochenen Bedrohungen? In Friedenszeiten haben wir eine kontinuierliche Überwachung des deutschen und auch des NATO-Luftraums. Die Alarmrotten, die ich eben angesprochen habe, sind auch in ständiger Alarmbereitschaft, sodass sie innerhalb von 5 Minuten an das zu untersuchende Ziel herangeführt werden können. Und wenn beispielsweise unsere Patriot-Kräfte einsatzbereit im Stellungsbereich sind, dann ist es eine Dauer von Sekunden bei einem klar erkannten Flugkörper, dass der Bekämpfungsvorgang eingeleitet wird. Kommen wir mal zu den kleineren Bedrohungen. Drohnen spielen im aktuellen Konflikten als auch in der Zukunft eine immer größer werdende Rolle. Über welche Mittel verfügen wir zur Drohnenabwehr?
Also wenn wir über Drohnen reden, dann reden wir ja landläufig über, wir nennen sie gerne mal Baumarktdrohnen in Koffergröße. Und das ist auch die Herausforderung. Da werden Sie auch mit einer herkömmlichen Lenkflugkörper wie Patriot oder Iris TSLM nicht wirken. Momentan greifen wir möglichst zurück auf Mittel des elektromagnetischen Spektrums. Das heißt, wir stören den GPS-Empfänger und machen so die Drohne blind. Sie weiß nicht mehr, wo sie ist. Oder aber wir stören die Steuerungsfrequenz, sodass sie einfach entweder in der Luft steht oder kontrolliert zu Boden gebracht werden kann. Darüber hinaus haben wir auch Zielassistenzsysteme für Gewehre, die entsprechend dann einen Vorhaltewinkel geben, sodass die Drohne bekämpft werden kann. Aber in der Tat, das ist ein Trend und die Entwicklung hier ist sehr schnell. Und daher haben wir in der Bundeswehr eigens eine Taskforce-Drohne eingesetzt, die sich mit dieser Thematik befasst. Wir haben gerade über Bedrohungen durch Drohnen gesprochen. Gerade in der Ukraine spielen die eine sehr große Rolle, sind aber nicht die einzige Bedrohung. Die Ukraine fordert die gleiche Luftraumverteidigung wie in Israel. Was genau bedeutet das eigentlich? In der Nacht vom 13. April auf den 14. April, als der iranische Angriff auf Israel gestartet wurde, wurde Israel unterstützt durch Anrainerstaaten, aber auch durch weitere Partner in der Abwehr dieses Angriffs. Und hier wurden auch schon Aufklärungsergebnisse bereitgestellt, aber auch schon Wirkmittel bekämpft, bevor sie den israelischen Luftraum erreicht haben durch ihre Partner. Und das ist auch die Unterstützung, die sich die Ukraine wünscht. Allerdings gibt es hier ein klares Statement unseres Kanzlers, dass wir hier nicht aktiv in das Kriegsgeschehen eingreifen. Gleichwohl ist die Forderung der Ukraine insofern berechtigt, als dass sie weitere Unterstützung brauchen für die bodengebundene Luftverteidigung. Hier müssen wir als Bündnis auch immer wieder Mittel und Wege finden, die Ukraine bestmöglich zu unterstützen. Und ich darf beispielsweise darauf verweisen, auf die Initiative unseres Verteidigungsministers und der Außenministerin mit der Immediate Action on Air Defense, mit der die Ukraine weiter unterstützt werden soll durch weitere Patriot-Systeme, aber auch finanzielle und materielle Mittel, um die bodengebundene Luftverteidigung zu ertüchtigen. Gleichermaßen hat die Industrie auch das Thema für sich aufgenommen und fährt die Produktionskapazitäten hier hoch. Neben Patriot, welche Waffensysteme zur Luftverteidigung liefert Deutschland noch an die Ukraine? Da haben wir zum einen das Waffensystem Iris-T-SLM, das sehr erfolgreich und sehr effektiv in der Ukraine eingesetzt wird. Darüber hinaus noch den Flugabwehrkanonenpanzer Gepard sowie schultergestützte Luftabwehrraketensysteme. Wie sieht es aus mit der Munition für diese Systeme? Die ist ja sehr teuer und komplex. Wenn die aktuellen Bestände der Ukraine verbraucht sein sollten, wie schnell kann Deutschland dann nachliefern? Die Industrie hat dieses Thema schon aufgenommen und sowohl die Fertigung des Lenkflugkörpers angepasst, aber auch die Produktionskapazitäten entsprechend erhöht, beziehungsweise sie ist dabei, sie zu erhöhen. Wir haben festgestellt, wie wichtig Luftverteidigung in aktuellen und zukünftigen Konflikten ist. Was sind da Ihre Prognosen für die Zukunft? Wir werden auch zukünftig weiterhin eine bodengebundene Luftverteidigung brauchen, die sich den technologischen Entwicklungen anpasst und auch mit ihr mithält. Wenn man sich das Ganze mal vorstellt als eine Fußballmannschaft, wie wir in den Streitkräften agieren, Sie haben einen vernünftigen Sturm, Sie haben eine Abwehr. Nur mit der Abwehr werden Sie das Spiel nicht gewinnen. Aber ohne die Abwehr werden sie garantiert verlieren. Und darauf kommt es auch in der Weiterentwicklung der bodengebundenen Luftverteidigung drauf an. Dankeschön, Herr Oberst, dass Sie heute hier waren und sich unseren Fragen gestellt haben und der Community das so detailreich vorstellen konnten. Danke, Herr Obmann, hat mich sehr gefreut. Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, Sie hatten Spaß beim Zuschauen, haben viel gelernt und vielleicht bis zum nächsten Mal.